wenn ich mit mir in den Wald geh. Widi, 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 bum. Riech ich die Erden und ich seh die Bam. Ja, das Leben ist wirklich ein Traum, ein Wachtraum. Wenn ich mit mir in den Wald geh, also wir sagen oft so, ich geh mal schnell aufs Klo, ich geh nur schnell was holen, ich laufe mal schnell zum Bäcker, Moment, ich muss schnell telefonieren. Alles schnell. Schnell, schnell, schnell muss es gehen. Ganz wichtig, weil wir haben ja gar keine Zeit. Und dann laufen und dann gehen wir schnell und rennen. Und wir gehen in den Wald. Ich gehe einmal eine Stunde in den Wald. Ich gehe mit mir eine Stunde in den Wald. Wenn ich mit mir in den Wald gehe, Moment, ich sehe, ich muss die Kamera mal putzen. So, wenn ich mit mir in den Wald gehe, dann bin ich mit mir im Wald. Viele Menschen gehen in den Wald, um mal in Ruhe überlegen zu können. Dann bin ich aber mit meinen Gedanken im Wald. Ich bin jetzt auch mit meinen Gedanken im Wald, weil sonst würde ich nicht dieses Selbstgespräch in diese Kamera hineinplappeln. Aber wenn ich etwas im Kopf habe und gehe damit in den Wald oder in den Hobbykeller oder irgendwo hin oder ins Wirtshaus und sitze mir vor der halben Bier und schaue Löcher in die Luft, dann bin ich ja nicht mit mir da, sondern ich bin wegen meiner Gedanken da. Und diese Gedanken, je nachdem, meistens sind sie in irgendeiner Art und Weise rätselaufgebend, belastend, irgendein Sorgenradl, das da rennt, die nehme ich dann mit in den Wald und je nachdem, wie gut oder schlecht es mir gelingt, gehe entweder mit den gleichen Sorgen wieder raus oder ich finde eine Lösung dahingehend, dass ich glaube, etwas tun zu müssen, um diese Sorgen los zu sein. Und gehe dann mit dem Leistungsdruck des gleich tun müssen aus dem Wald. Und dann war ich nicht im Wald. Zumindest nicht mit mir. Also, vielleicht gelingt es dir, so wie es mir jetzt dann auch gelingt, die nächsten Minuten oder Stunde, eineinhalb Stunden, einmal ein Stück weit mit dir zu sein. Also geh mit dir selber in die Badewanne. Nicht ich gehe jetzt einmal schnell in die Badewanne und ich wasche mich oder meinen Körper. Nein, ich gehe mit mir in die Badewanne. Und ich pflege mich und ich genieße. Und ich wärme mich auf. Und ich streichle meinen Körper mit einer duftenden Seife und einem weichen Schwamm. Ich bin mit mir da. Möglicherweise ohne meine Gedanken, ohne meine Sorgen. Oder gestern Abend haben wir es mal geschafft, mit den Kindern zusammen beinahe wortlos das Abendessen einzunehmen. Und plötzlich merkt man, wenn immer geschwafelt wird und der Verstand sich nichts überlegen muss, was er gerade in die Welt posaunen könnte, und gleichzeitig nicht darauf gefasst sein muss, eine Antwort geben zu müssen. Plötzlich konzentriert sich die Nahrungsaufnahme dorthin, wo sie stattfindet. Nämlich auf den Mund, die Geschmacksnerven. Und man nimmt das Aufnehmen von Nahrungsmitteln, von Lebensmitteln, plötzlich ganz anders wahr. Und drum, wann ich mit mir in den Wald gehe, widi, 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 bum, riech ich die Erden und ich seh die Bam. Ja, mein Leben ist ein Traum. Und ein Traum ist der Teeraum. Der Raum, den die Liebe erfüllt. Wenn man in der Liebe ist, dann wird der Traum Wirklichkeit. Und unser Licht wirkt in dieser Wirklichkeit. Und ja, was braucht es dann mehr? Einen fantastischen Tag für dich
Und so ein schönes Zornschipferl habe ich heute, gell? So ein Teufel. Ich wünsche dir was, der Maniolo.